Guten Morgen, liebe Leute. Ja, was heißt guten Morgen? Gerade eben habe ich noch guten Nacht gesagt und wir sehen uns morgen. Jetzt ist es gerade 1 Uhr, kurz nach 1 Uhr morgens. Warum nicht mal mit dem neuen Vlog beginnen, wenn der alte gerade aufhört? Also ich bin jetzt gerade fertig geworden mit Schneiden und ich mache mir jetzt langsam fertig und husch ins Bett und dann sehen wir uns ja gleich wieder, wenn ich aufstehe in 4 Stunden. Wir haben 5. Mein Sohn schläft schon. Alle schlafen. Und jetzt gehe ich ins Bett. Gute Nacht, bis gleich. Ja, guten Morgen, es ist schon ist es soweit. Man sitzt im Auto und es geht gleich los. Wie spät haben wir es? 6:30. Wir müssen los. Und ich muss aber vorher noch mein Wischwasser auffüllen vom Auto. Du hast eine Kamera. Eine Kamera. Ist ja deine Kamera. Ja. Ich bin gleich da mit dem nächsten. Ja? Auf! Schnell! Mann. So, gut. Wir sind in der Schule. Wir warten noch. Eine Minute. Dann jetzt drin? Ja. Und dann hat Anouk Weihnachtsessen, Weihnachtsfrühstück in der Schule. Ja. Also haben wir es geschafft. Wir bringen sie in die Schule und holen sie gleich wieder ab. In 3 Stunden. In den 3 Stunden fahren wir natürlich nicht mehr nach Hause. Und hin und her. Ihr geht spazieren. Bestimmt auch nicht 3 Stunden lang gehen wir spazieren. Aber wir werden auch selber was frühstücken. Wir setzen uns einfach mit dazu. Oh, wirklich? Nö. Mann! So, einmal Frostschutz für den Klimawandel. So. Mein Kauf für heute. Schön, schön. Na gut. Brauchst du noch was? War noch was für die Wohnung? Irgendwas? LED-Lampen, was? Glühbirnen, ja. Glühbirnen wie immer. Dann gucken wir mal in der Glühbirnenabteilung, ob wir hier Glühbirnen kriegen. Ja, das letzte Mal. Wenn du es bist. Auch wenn ich kam. Und den auch? Nee, das ist zu viel. Mit Ei in Form. Oder nehme ich nur den mit Ei? Nee, ist schon in Ordnung. So ist okay. Und jetzt ein Kaffee. Grand? Ja, mach Grand. Den haben wir eh jetzt hier. Ja, 3 Stunden. Nee, 2. Ich möchte selbst abholen. Man muss selber bezahlen. Okay. Man muss selber bezahlen. Karte bitte, sagt er. Oh, PIN. Ist eh nicht drauf auf Konto. Verreicht. So reicht's. So, der Traum einer jeden Frau und der Albtraum eines jeden Mannes wird wahr. Wir gehen zu Ikea. Ich bin da auch nicht so gern, aber hier braucht man einen Schrank für Anouk. Ja. Also eigentlich fürs Baby, als Baby zieht dann den Anouk-Schrank und Anouk kriegt einen eigenen. Das Baby zieht den Anouk-Schrank, weil wir ja eine Zimmernot haben. Nur die Kleidung. Das Kind ist so ein Schubladenkind, weil es kriegt ja auch einen Schubladennamen. Chantal. Ja. Oder so. Geraldine. Ach, keine Ahnung, irgendwie so. Bummeln bei Ikea. Ohne Leute. Das ist so schön. Diese Arztschränke, wunderbar. Finde ich gar nicht schlecht. Ja, die sind gut. So ein bisschen massiver. Wäre schon cool. Dann die Fenster. Mit einem begehbaren Kleiderschrank. So was brauche ich. So was brauche ich. Ja, ich brauche nicht diese
Das ist sogar deins. Du bist schon eingezogen. Guck mal hier. Das ist doch hübsch. Mensch, wenn ich ein großes Atelier hätte, könnte ich dir auch so was drin bauen. Ein Hochbett als erwachsener Frau, wieso nicht? Ich will ein Bett unten. Und ich finde es schön, wenn die Kinder dann weinen und können einfach zu uns ins Bett kriechen. Ohne dass ich Angst habe, dass die da die Treppen runterfallen. Oder jetzt musst du. Oh, ich will das haben. Mit dem Aufdruck. Musst du? Genau so möchte ich das haben. Und festgeschraubt ist es so, ja. Es ist stempelt und festgeschraubt. Damit du es nicht mitnimmst. Gestempelt und festgeschraubt. Unglaublich. Hier ist so ein Loch drin. Voll entwertet, die Klamotten. Guck mal, alle. Hier auch. Alle, guck mal. Alle ihr Loch entwertet. Das sind bestimmt so Mitarbeitersachen, ne? Wie Mitarbeitersache? Du weißt, das haben wir gekauft, um das hier. Das ist gekauft, das ist natürlich, guck doch mal. So H&M-Zeug. Deswegen. Hier! Da ist voll der IKEA Trash Mode. Einfach lochen. Gut Loch, ja. Einfach lochen. Dann schnell wieder raus. Tada! Katastrophe. Ich finde es nicht schön bei IKEA. Ich finde das schön, wie sie da diese Raumkonzepte. Mhm, die auch super. Die sind wirklich gut ausgearbeitet. Also der dahinter sitzt und sich die ausdenkt, der hat schon was auf dem Kasten. Aber die anderen Sachen. Das erschlägt einen ja da. Das ist halt schlimmer. Viel zu viel. So, jetzt müssen wir Anouk wieder abholen. Und dann fahren wir mit Anouk zum Zahnarzt. Ja, gefunden haben wir natürlich nichts, weil wir auch nicht wirklich was gesucht haben. Wir haben wieder gemerkt, wir haben zu wenig Zimmer. Genau, eigentlich haben wir zu wenig Zimmer. Eigentlich könnte man sich wirklich auch... eigentlich haben wir nicht zu wenig Zimmer, aber wir haben zu viele Kinder. Würdest du nicht sagen, weil es ist ja keins überflüssig. Also könnte nicht zu viel sein. Hans, wir brauchen mehr Zimmer. Und zwar nicht für Bücher, sondern für Kinder. Zimmer für Kinder. So. Jetzt müssen wir langsam rennen. Musst du Zähne putzen, ist ja klar, wa? Habe ich ja schon gesagt, beim Zahnarzt. Wo denn? Beim Zahnarzt, die Zähneputzkabine. Da gibt's doch da diese... Sollen wir das machen? Na, musst du. Natürlich, hast du doch die ganzen Essenreste da drin. Da macht sie die Zahnspange einmal rein, zu gucken, ob sie passt, und wieder raus, und dann ist da überall Brot dran. So sollst du raus zum Burger. Igitt. So ein Muffin hast du gegessen. Nein, habe ich nicht. Donut. Ja. Dann mach ja nur Couscous überall. Und Couscous trinken. Kurzes Willen. Das wird schon mehr als einmal wiederholt. Okay. Was? Komm mit. Ich bin auch fertig. Besser ist. Da kann doch nicht zurück, bin doch nicht bekloppt. Bei mir ist effektiv voran. Und doch nicht zurück. Wir schließen zum Jahresende. Wieso denn bitte? Was? Die schließen zum Jahresende. Wieso das denn? Pass auf, lauf vorwärts, bitte. Wo ist denn dieses Besteckei? Dann haben sie dann ein Jahr nicht mehr. Das haben wir doch mal vor 2 Jahren mal gesehen. Als wenn ich das gewusst hätte, das habe ich 2 gekauft. Das ist so ein Quatsch. Du warst einfach gierig. Das ist alles. So, wir haben mal 85 Kilometer. Oh. Oh. Hast du den mal eingepackt? Der stand aber vorhin nicht so. Ist wirklich ein guter Zahnarzt. Geil, hört sich so ordinär an.
Geil, voll krasser Zahnarzt, Alter. Rupft einfach die Zähne rot, fertig. Macht halt nicht lange die Wiese. Nee, der macht lange die Wiese. Da gibt es noch ein Teechen oder ein Käffchen oder ein Säftchen. Kannst du dir alle nehmen. Dann kannst du ins Kino gehen. Die Kinder. Und. Hatte ich gerade schon mal offiziell gehört. Ich bin begeistert auf alle Fälle. Hier schließen sie alle wegen Geschäftsaufgabe. Hier schließt auch wieder einer. Warum ist denn nicht so? Ist der Kuhlamm tot? Ist denn die Bürgnerstraße etwa das neue Must-Have in Berlin? Wäre doch auch angemessen. Weil demnächst Bulgari und Co. auf der Bürgner begrüßen dürften. Gibt es da genauso wenig Parkplätze wie? Genau. Da, Parkplatzsituation ist ähnlich. Finde ich gut. MTK, wo will er hin? Ist eine Busspur, aber weiß er nicht. Oder? Nicht lesen. Ja, es ist wahrscheinlich, er ist einfach erfolgreich. Er ist einfach ein erfolgreicher. Er ist ja an den Mund anzustehen. Das ist ja auch das Problem hier bei den Leuten. Keiner guckt auf den Nächsten, alle denken nur an sich. Keiner sagt mal bitteschön. Alle sagen Dankeschön. Alle sagen nur Dankeschön. Danke, danke, danke schön. Ja, wenn überhaupt. Nicht mal das eigentlich, wa? Also. Kraftstoff niedrig. 60 Kilometer. Was ich hier am Tanken bin die ganze Zeit. Ich fahre sehr viel. Jetzt müssen wir noch morgen einmal Lumi wegfahren. Dann fahren wir erstmal nicht. Also Einkäufe sind ausgeladen zu Hause, jetzt holen wir die Kinder ab von der Kita und dann ist Schicht. Dann ist Weihnachten. Dann ist nur noch Weihnachten und das war's. Dann haben wir ein bisschen Ruhe mit hin und her fahren. Heute den ganzen Tag hin und her fahren, ich hab keinen Bock mehr. Ja, stimmt, morgen nochmal hin und her fahren. Ja, natürlich machen wir eine Tür, Lumi. Das haben wir jetzt auch erledigt, Kinder sind drin. Die Frau noch nicht. Die kommt jetzt nach. Ja, da. Ja, genau. Und wenn ich nicht hier einparke, werde ich vom Haus keinen Parkplatz finden. Da sind wir wieder. Hallo Kinder. Ich bin Barney. Die Hete herausfinden. Was sagst du als Ansicht anwenden? Das ist keine echte LOL. Mano. Nein, guck doch mal. Das ist ein Ball von LOL. Den kannst du, guck mal. So. Und dann wird er wieder und total geil. Papa, macht so süchtig. Ich mal aussetzen, ich setz mich mal rauf. Der ist voll so. Oh oh. Ja, aber. Oh, das ist platt. Gib mal Leon, zeig mal Leon. Leon, denk an deine Kopfhörer hier. Ja. Sadi, kommst du? Ja, da schon bereit. Komm, du Zipfelmütze. Ja, Müpfelzüppe! Was denn? Chaos-Truppe ist wieder perfekt. Na, nicht heulen. Ja, Schuhe erst aus und dann geht das. Ja, Solomon ist davon gestürzt wieder. Wir räumen jetzt den Einkauf ein, aus und hier rein. Und ich gebe Mizi mal was anderes zu fressen nochmal. Also ich werde mit dem Essen nochmal. Ja, die verträgt nix, die Katze. Nix verträgt sie. Aber ich muss ja was kriegen.
Dann sind jetzt gemacht. Haben die extra Wintermelonen. Na, die kommen ja aus dem Winter, die sind ja im Winter gezüchtet. Das ist schon gut. Mach ich mal die Blume auf, die Rose. Ja, das ist ja gut. Vielleicht kommt es echt nochmal. Hat ja ein bisschen frostig gekriegt, aber. Wer weiß. Jetzt mit Melone und dann. Was und dann? Und dann muss es aufgeräumt werden. Na los. Wieder mal. Schon wieder. Mai, oh Mai, ich habe 4 Nachrichten auf YouTube. Ich bin ja mal gespannt. Hatte ich ja schon lange nicht mehr. Daumen hoch! Einmal. Sony FTR X3000 RF DI 4K. Die habe ich, kann ich echt empfehlen. Ah ja, okay. Ja, also keine richtigen Fragen, sondern nur Kommentare. Auch gut. Wo sind dann Annette und Ringo geblieben? Die Freiheitsstatue. Vor kurzem beschrieben. Ja? Ist ja nicht wahrgenommen. Ich bin die Freiheitsstadt. Ja, ich meine, die vermisst man ja manchmal schon, wenn Leute täglich kommentieren. Eieieiei. Dann vermisst man die ja schon richtig. Aber warte mal, guck mal, wann das letzte Kommentar von euch kam. Habt ihr Urlaub schon wieder? Ne? Vor einem Tag. Tatsächlich. Nein, so langsam nachlässig. Ach, auf fast 2 Tage. Heute Nacht hat Rina Lukas aufmachen. Gerade ein Autogramm verkauft von Katharina Witt. Wie viel wert sind sie ja nicht? 20 Euro habe ich bekommen. Nee. Immerhin. Ja, ist ja auch in Ordnung. Gut, von dem Müller und der Fahrradladen, das war's. Oberend. Nee, ich brauche das mal ganz kurz jetzt. Hör auf damit. Was machst du denn da? Zeig her. Ich will dir sehen. Ja, du kennst doch gar nicht jetzt den Zusammenhang, ist doch eh scheißegal. Lass mich das jetzt bitte zu Ende machen, ist wichtig. Ist das für deine Arbeit? Ja, es ist für ihre Arbeit. Natürlich nicht. Kann ich den Zusammenhang, ich kenne den Zusammenhang, die Verknüpfung kenne ich sehr gut. Das ist nämlich die Kontonummer. Ja, super, jetzt habe ich einen Kern verschluckt. Und Bankleitzahl. Ist doch nicht so schlimm. Ja, ich mach. So, ich habe hier Auftrag. Von wem habe ich das? Letzter Auftrag im alten Jahr. Von der schwarzen Familie. Von der schwarzen. Der Auftrag von einer schwarzen. Mutter. Die mit den schwarzen Haaren. Frau Nachbarin, der hat das falsch zusammengebaut. Ich drehe mal kurz, ich baue es mal richtig zusammen, okay? Weg. Das hier nicht so rum. Jetzt mal kurz, nicht so rum, sondern andersrum. Darf ich das machen, Papa? Nein. So, da fehlen Unterlagscheiben. Mama. Bin ich mir fast sicher. Blumen, du darfst das hier auf die Seite rauf. Du musst mal kurz beiseite. Papi, ich kann nicht fahren. Da raufdrehen. Papa. Ja, bitte. Das hat eine Wagen. Das hat ein Wagen. Das gehört einer Erwachsene, das ist ein Wagen, ja. Auch hier nicht so rum, sondern falsch rum. Andersrum. Ja. Zack. Da fehlen bestimmt hier Unterlagscheiben oder so. Irgendwie kommt bestimmt noch was drunter. Und zu. Warum geht das so und das nicht? Na, guck mal rauf, warum geht das so? Wegen das hier. So, wo ist der Fehler? Hier. Das ist nämlich daran so. Das ist zu nah dran, ne? Ja. Wenn man jetzt hier drückt. Und hier ist es so. Man kann zwar schieben, aber bremst. Also muss man diesen Zug eigentlich verlängern. Sprich, der ist hier unten. Da unten ist er zu fest eingestellt. Da. Da muss man öffnen mit einem Inbusschlüssel. Hast du einen? Ob ich die Größe jetzt hier oben habe, weiß ich nicht. Unten habe ich einen. Jetzt geht's los. Ich stelle jetzt ein. Ne? Die Bremse hier bei dem Ding. Weil wie gesagt, Problem ist, schleift. Hier. Also schleift hier.
Und da müssen wir, um das einzustellen, legt das auf die Seite. Und löse hier diesen Inbus. Und schon läuft's. Fantastisch. Nein, ganz simple Geschichte. Einfach eingestellt, die Bremse. Jetzt funktioniert's. Gut, ich packe ihn draußen hin. Der ist fertig. Ich packe ihn wieder draußen hin. Schließe ihn an. Frau Nachbarin, Sie dürfen abholen. Ein Problem, wenn man neue Glühbirnen drin hat, ist folgendes. Richtig. Hab unten schon mal gesaugt, weil die Kinder natürlich denn, wenn wir hier mal sauber machen, wenn wir alles abstauben und hier richtig Staubblume kriegen, dann wollen sie ja dauernd durch. Ja, jeder, der Kinder hat, weiß, kennt diese Problematik. Ja, gut, jetzt werden also alle Bilder mal entstaubt, das wurde echt schon lange nicht mehr gemacht. Also, so wo ich rankam, habe ich schon immer mal so ein bisschen mit gestaubt. Ja, hier unten so im unteren Bereich, aber oben in den Ecken und so und oben drauf, da lässt man es denn doch mal, vernachlässigt man. Aber wenn man dann hier Licht drin hat und ob immer sieht, oh Gott, sieht das aus. Na, dann ist ja hier oben so alt, schick. Keine Spinnenwebe mehr. Hat sie so, so richtig gut gemacht, die Maris. Das ist jetzt Aufgabe. Und ich hatte da auch eine Aufgabe. Jetzt ist da, jetzt ist Besuch da, vom Nachbarn, Nachbarskind ist da. Da hat Anouk auch keine Zeit zu basteln. Die wollte uns ja noch ein Geschenk zu Ende basteln. Zwei Pakete muss ich rausschicken, ja, die müssen weg. Jetzt ich schneiden. Na, sag an, sag ihr an, noch. Ist schon 7. Sagst ihr an, noch eine halbe Stunde oder was? Also so, dass wir noch ein bisschen Zeit haben zum Spielen. Muss aber ansagen. Ja. Und dann muss er. Weil dann. Also so um 20 nach 20 Uhr. Ich würde jetzt gerne schneiden noch. Ich will jetzt noch schneiden. Anouk, komm mal her. Warte mal kurz. Ich will jetzt gerne schneiden und dann sehen wir uns morgen. Also macht's gut, bis dann. Ciao.